und weiter geht's. Wenn wir an exakt diesem Punkt angekommen sind, gebe ich das Signal. Sobald ich das tue, öffnen Sie bitte das Ventil für etwa 3 Sekunden. Sicher. Sicherlich. Wurde aber auch Zeit, dass du auftauchst. Sicher, dass keine Keime entweichen können? Alles versiegelt und durchgefiltert. Nicht, dass es einem toten Mann noch viel ausmachen würde. Sie sollten wissen, dass sich Johnnys Zustand rapide verschlechtert. Es könnte Ihre letzte Chance sein. Was immer Sie beide darin vorhaben, ich wünsche Ihnen viel Glück. Glück ist das Letzte, was wir jetzt brauchen. Schön gesagt. Und abermals tauchen wir ein in Johnnys Erinnerung. Dritter Akt. Sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchtturmen und zu mir. Geht wieder. Na dann probieren wir es nochmal. Und los. So ein kleines Ding. Und es macht uns so viel Ärger. Ich könnte es zum Mond schießen. Schätze, wir können jetzt nur das Signal senden und hoffen. Gut. Bereit? Irgendetwas passiert. Schnell, sende es nochmal. Was ist los? Doktor, da stimmt was nicht. Was? Übernehmen Sie für mich, Lilly. Sein Zustand hat sich destabilisiert. Ich muss die Medikation anpassen. Was passiert mit diesem Ort? Er ist instabil geworden. Raus hier! Raus hier! Was? Raus aus seinem Gedächtnis sofort! Wieso? Solange das System so instabil ist, kann jeder, der sich hier befindet, bleibenden Schaden nehmen. Du machst Witze. Warum lockst du dich da nicht aus? Ich kann nicht, Neil. Wenn wir uns beide ausloggen, ist unsere bisherige Arbeit verloren. Und wir haben nicht mehr genug Zeit, alles normal zu machen, bevor Johnny... Ach du Blöde. Erzähl mir doch keinen. Wir sind hier nicht im Kinofilm und du bist nicht die Heldin. Du bist einfach nur bescheuert. Aber du bist ein Held, oder wie? Mach, dass du hier rauskommst. Vergiss es, wenn du weg bist, schicken sie mich wahrscheinlich in ein Team mit Alistair. Weißt du, wie der Mann stinkt? Schlimmer als das überfahrene Vieh. Verdammt, Neil, das habe ich nun davon, dass ich dir geholfen habe, nicht durch den eigenen... Ich kann gar nicht so schnell lesen. Ich muss langsamer lesen, es tut mir leid. Verdammt, Neil, das habe ich nun davon, dass ich dir geholfen habe, nicht durch den Eignungstest zu mogeln. Alles im Griff vorerst. Und weißt du was? Dein Karottenkuchen ist ekelhaft. Warte mal. Ja, und bei der letzten Weihnachtsfeier, da hattest du... Oh. Komm, lass uns gehen, bevor das nochmal passiert. Weißt du, ich habe das nicht wirklich so gemeint, also, dass du bescheuert bist. Ich allerdings schon. Augen zu und durch. Ich ditze den Ball an und lande diesmal hoffentlich in der richtigen Vergangenheit.
Und da sind wir in der Kindheit. Es hat funktioniert, ich kann es kaum glauben. Wir sind also tatsächlich durch. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es mir hier gefallen wird. Wieso? Sieht doch alles ganz friedlich aus. Neil, vorhin in Johnnys Zimmer, ist dir da etwas Seltsames aufgefallen? Was genau? Da war etwas Seltsames, hast du es nicht gesehen? Ich glaube nicht. Schon gut. Ich hoffe nur, dass ich Unrecht habe. Ich habe nämlich ehrlich gesagt auch nichts gesehen. Und ganz ehrlich, wer wollte denn, dass hier alles so dermaßen gesperrt wird? Hier in der Erinnerung. Wer wollte ihm denn die Erinnerung verbieten? Da sitzt der Kleine mit seiner Mutter. Ist das der kleine Johnny überhaupt oder ist er da draußen? Ich bin unsicher, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Wow, das klingt fabelhaft. Ich weiß, okay, irgendwann musst du sie mal dorthin mitnehmen. Wer redet da? Da können wir gerade nichts machen. Und das hier sieht nach kleinen Johnny aus. Oder da drüben? Da ist er doch. Himmel, die Zeitüberlappung gerät außer Kontrolle. Ich glaube, das ist ja überall. Ha, sieht so aus, als würde sich der Ball von allein bewegen und er nur hinterher rennen. Sieh dir mal an, wie viele Exemplare von ihm hier sind. Es ist ein regelrechter Zoo. Wir können auch nicht mit ihm reden und gar nichts. Und da liegt das totgefahrene Tier. Das alles verdanken wir dem Opfer unseres kleinen Freundes hier. Ich hoffe es. Das Tier hat offenbar keine Bewandtnis. Nanü? Oh Gott, sieh mal auf die Uhr. Ich mache mich besser auf den Weg. Das Geschäft macht heute früher zu. Oh, pass auf dich auf, Martha. Grüß die Jungs von mir. Mach ich. Wir sehen uns. Tja, das ist wohl eine Sackgasse. Und worauf wolltest du hinaus? Vergiss es einfach. Vielleicht hatte ich auch mal Unrecht. Schau nur, dieser Ort. Er ist so friedlich. In dieser Erinnerung existiert nichts, was so etwas auslösen könnte, außer... Verdammt, ich Idiot. Wir müssen umkehren, sofort. Moment mal, was denn jetzt schon wieder? Halt einfach die Klappe und komm! Beim Ausparken. Beim Ausparken. Ich verstehe das nicht. Er war bewusstlos. Wie können wir das hier sehen, wenn er es selbst niemals gesehen hat? Jedenfalls ist es ein Wunder, dass er überlebt hat. Eigentlich hat er das ja auch nicht. Was? Hast du dir sein Zimmer nicht angesehen, Neil?
Johnny hatte ein Etagenbett. Joey! Joey? Kannst du mich hören? Joey? Warum hast du Joey überfahren, Mom? Warum hast du ihn überfahren? Joey, wach auf, Joey! Wach auf! Joey. Der angebliche Großvater. Nachdem er immer benannt wurde, war in Wahrheit sein Zwillingsbruder und deswegen hat die Mutter auch immer wieder seinen Namen verwechselt und hat gesagt, es wäre der Spitzname vom Großvater. Auch wenn sie noch so klein waren, einen Zwillingsbruder zu verlieren, ganz davon abgesehen, wie sich die Mutter fühlen musste. Wenigstens hatte Johnny die Beta-Blocker, um die Erinnerung auszulöschen. Nicht, dass da noch viel wäre. Sie sind nur entkoppelt, nicht gelöscht. Irgendwo hier drin hat ein Nachhall dieser Erinnerung wahrscheinlich weiter existiert. Was ist mit der Mutter? Ich glaube nicht, dass sie Beta-Blocker genommen hat. Sieht aus, als wäre sie ein klein wenig durchgedreht. Zumindest glaube ich nicht mehr, dass Joey nur ihr Spitzname für Johnny war. Aber wenn sie Johnny als Ersatz für Joey nimmt, was ist da mit Johnny selbst? Ich mag das hier nicht. Lass uns gehen. Und vielleicht würde das dann auch erklären, warum Johnny eigentlich zum Mond wollte und es aber wiederum doch nicht wollte. Vielleicht wollte Johnny, der ursprüngliche Johnny, zum Mond. Und nach den Beta-Blockern wollte er sich nicht mehr überreden lassen. Weil er ein anderer war. Sieht aus, als wäre das nicht die einzige abgekoppelte Erinnerung gewesen. Seltsam, es baut keine Barriere mehr auf. Mal nicht den Teufel an die Wand. Und wie es aussieht, düsen wir noch weiter zurück. Mann, das musst du unbedingt auch mal lesen. Ich meine echt jetzt, diese Serie ist einfach nur genial. Ich habe schon 3 Bücher einfach so weggelesen. Was liest du denn? Animorphs. Es geht um eine Gruppe von Kindern, die sich in Tiere verwandeln und gegen Schnecken kämpfen, die deine Gedanken kontrollieren. Und deswegen wusste Johnny auch nicht mehr, er dachte zwar, er hätte die Animorphs immer gelesen, aber er wusste nicht mehr, wer sich da in wen verwandelt. Das konnte er nicht mehr sagen. Das wusste nur noch River. Das musste er fragen bei ihr. Er wusste das selber nicht mehr. Obwohl er die angeblich gelesen hat, was aber sein Bruder war. Ach, dieses seltsame Alien-Zeug ist nichts für mich. Wieso nicht? Es ist der Hammer. Statt zur langweiligen Schule zu gehen, können sie zu Tigern werden, die große böse Aliens in Stücke reißen. Dabei machen sie immer so Krummelgraul. Und dann kriegen sie Laser. Und dann alle so ping, 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 piu, piu, piu. Ping, 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 ping. Piu, piu, piu. Lass das. Du wirst schon sehen, Johnny. Eines Tages werde ich ein berühmter Autor. Dann schreibe ich die coolste Geschichte überhaupt. Und alle Kinder kriegen mein Buch umsonst. Ich werde uns reich machen. Und dann kaufe ich dir und Mom richtig dicke Villen. Wie willst du uns reich machen, wenn die Bücher umsonst sind? Umsonst für die Kinder. Die Eltern müssen bezahlen, ist doch klar. Klar, ich bin ganz sicher, dass die Eltern dir das Geld hinterher schmeißen. Was ist? Bist du immer noch sauer wegen neulich?
Jetzt komm schon. Ich habe als Erster gesagt, dass ich den Zug haben will. Es war alles ganz fair. Was ist eigentlich mit deinem Preis passiert? Hab ich verschenkt. An einen Penner? Pass auf, es geht nicht nur um neulich. Du weißt, dass du immer Mams Liebling warst. Hey, das ist doch gar nicht wahr. Erinnerst du dich an letzte Weihnachten? Und letzte Ostern und als wir angeln waren und... Okay, okay, weißt du was? Du kannst meinen Zug haben, wenn du willst. Echt jetzt? Yep. Ich meine, nach deiner Logik würdest du mir hier einfach einen neuen kaufen, richtig? Hör mal, Johnny. Welchen Unterschied macht es schon, wem was von uns, wem von uns was gehört? Alles, was meins ist, ist auch deins. Ich meine, wir können doch beide damit spielen, stimmt's? Stimmt. Siehst du? Ich meine, du bist mein Zwillingsbruder, Mann. Du bist wie ein Teil von mir. Ey, komm, lass uns die Nachbarn foppen. Warte mal, im Regen? Ja klar, im Regen, komm schon. Na gut. Notiz Animorphs erhalten. Das ging schnell. Und mit dem Zug düsen wir weiter in die Vergangenheit. In die früheste Kindheit, wie es aussieht. So eine Jahrmarkt, nicht? Sollen wir uns ein wenig umsehen? Wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du hier einfach stehen bleibst? Wie wäre es, wenn wir uns eine Stunde lang nur noch in Frageform unterhalten? Hör auf zu quatschen und geh. Och, jetzt hast du es vermasselt. Oh, es werden 3 Memory Links benötigt, um fortzuschreiten. Früchte, frische Früchte, Äpfel, Orangen, Tomaten, wir haben alles. Moment mal, Tomaten sind keine Früchte. Doch sind sie. Sie sind die Ovarien der Pflanze und enthalten Samenkörner. Das sind die Eigenschaften einer Frucht. Ich bitte dich, Tomaten? Wir bezeichnen sie absolut niemals als Früchte. Wer ist wir? Ich koche nun mal gerne in der Gruppe, okay? Und einige von uns nehmen das sehr ernst. Früchte, frische Früchte. Lalala. Na, guck mal an, wer da ist. Aber ich will dieses blöde Ding nicht. Ich will den Zug. Wir haben nur noch einen Zug. Willst du deinen Preis vielleicht stattdessen gegen einen Teddybären tauschen? Nein, ich will nur diesen Zug. Na komm. Na komm, John, mach keine Szene. Joey hat ihn zuerst gewonnen. Fair und gerecht, oder etwa nicht? Aber ich habe auch gewonnen. Nur weil er vor mir dran war. Hihi, ist schon okay. Du darfst auch damit spielen. Siehst du, wie nett dein Bruder ist, Johnny? Okay, ihr Hefeklöße, blockiert mal nicht den ganzen Stand. Kommt, wir schauen mal, was es dort drüben gibt. Ich bin kein Hefeklos. Weißt du was, ab jetzt nenne ich dich nur noch Hefeklößchen. Du blöffst doch nur. So, hier können wir keine Memory-Links holen. Das sind so lustige Sternchen. Ich dachte, da können wir vielleicht irgendwas bewirken. Hey, ist das Klopp den Maulwurf? Klopp den was? Klopp den Maulwurf. Du nimmst einen Gummihammer und klopfst ihn auf den Maulwurf. Ist das nicht hier Quälerei? Das sind keine echten Maulwürfe, Dümmchen. So haben die Leute Dampf abgelassen, bevor First-Person-Shooter erfunden wurden. Wie primitiv. Ja, ganz schön Ghetto. Wo hast du davon gelesen? Mein Opa war ein Fan davon. Wollen Sie ein Spielchen wagen? Einfach auf alle Köpfe kloppen und tolle Preise gewinnen. Ja, 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 ja. Oh nein. Los geht's. Maus benutzen empfohlen. Oh weia. Oh weia, oh weia. Ich spiele gerade im Fenster und das ist ziemlich umständlich. Uah. Boah, das ist echt schwierig hier gerade in diesem Fenster zu spielen, im Kleinen. Uah, ich sehe fast gar nichts. Uah, da kam gerade der normale Cursor. Uah.
Man darf nicht zu weit runter, man darf nicht zu weit hoch. Nein, Mist. Die Zeit ist um.